Hallo liebe Kinder, liebe Playmobil-Fans. Genau heute, vor einem Jahr, am 2. November 2019, haben wir diesen Kanal Familie Keggy auf YouTube gegründet. Und das heißt... Ein! Ja! Familie! Keggy! Genau, wir haben heute unser Jubiläum. Vielen Dank an alle die uns dieses Jahr begleitet haben. Wir werden auch im nächsten Jahr weiterhin Geschichten und Pimp My Playmobils hochladen. Wir hoffen, ihr werdet alle wieder mit dabei sein. Die uns noch nicht abonniert hat, tut das unbedingt, damit ihr nichts verpasst. Jetzt wird es eine Geschichte zum Thema Jubiläum geben und am Schluss zeigen wir euch noch Bilder zum Thema hinter den Kulissen. Ich mache auf! Hallo, toll, dass ihr da seid. Kommt rein! Kinder, hört mal alle her. Wir machen jetzt ein paar Spiele. Dazu brauchen wir zwei Teams. Mir gehört das eine Team. Und zwar mein Team ist Mira, Nils, Lenny, Saskia und Yara. Und der Rest ist in meinem Team. Das sind Lena, Robin, Tina, Leona und Linus. So, jetzt gehen wir mal hoch in Miras Zimmer. Cool, eine Hängebrücke. Wir haben hier eine Hängebrücke aus Baustein gebaut. Jemand vom Team muss so schnell wie möglich darüber laufen. Die Zeit wird gestoppt. Wer schneller drüben ist, bekommt den Punkt fürs Team. Am besten macht das Tina. Du bist doch beim Seiltanz. Okay. So, Tina startet. Ja, ich bin bereit. Gut, auf die Plätze. Fertig, los. Das ist schwierig. Hopp, Tina. Hopp, Tina. Am besten krieche ich, sonst falle ich runter. Ich bin unten. Super, das waren 6 Sekunden. Mann, das ist ja mega schnell. So, Mira, bist du startklar? Ja. Gut, dann los. Huch. Ah, gute Idee. Ich rutsche runter. Pass auf, Mira, nicht, dass du runter fällst. Menno, wir haben verloren. Am nächsten Spiel könnt ihr aufholen. Jetzt gehen wir nach unten. Wir haben das ganze Wohnzimmer voller Watte. Da drin ist eine Krone versteckt. Jetzt müsst ihr so schnell wie möglich die Krone finden. Sucht jemand aus eurem Team. Lena, Lenny, seid ihr bereit? Ja? Gut, auf die Plätze, fertig, los! Hopp, Lena! Hopp, Lena! Lenny, los! Lenny, los! Ich hab die Krone! Super, dieser Punkt geht an Team Michael. Jetzt geht es nach oben. Am letzten Spiel wird es sich entscheiden. Jetzt muss die ganze Mannschaft anrücken. Wir machen einen Stafettenlauf. Hier oben liegen zwei Puppen. Jemand vom Team startet und holt sich die Puppe. Rennt rüber und bringt sie dem nächsten Kind. Das macht ein Pürzelbaum. Rennt raus und dann gibt es dem nächsten Kind. Das macht den Achtsprung. Wenn man falsch springt, muss man von vorne beginnen. Das Kind rennt rein. Da sitzt einer im Kinderwagen und jemand schiebt. Und dann muss man so schnell wie möglich durch Lenas Zimmer fahren. Dann wieder hier zum Startpunkt. Und die Puppe so schnell wie möglich in die Kiste legen. Wer das zuerst geschafft hat, hat gewonnen. Also, alle sind an einem Posten verteilt. Lenny, Tina, seid ihr bereit? Ja? Gut, dann los!
Lenny steht auf einem Kissen, das sieht wackelig aus. Er hat die Puppe Tina, holt sie jetzt auch gerade. Mira, ich komme. Hier. Danke. Schnell, Robin, ich komme. Hier, Robin, die Puppe. Mira macht schon einen Pürzelbaum. Robin bekommt die Puppe und beginnt jetzt auch. Mira ist schon fertig und geht auf den Balkon. Yara, hier, die Puppe, schnell! Ah, Linus, ich bring dir die Puppe. Hier, schnell, beeil dich! Yara hat schon begonnen und Linus kommt jetzt auch. Yara ist schon auf der 3, Linus erst auf der 1. Yara auf der 5, Linus auf der 2. Was macht Yara? Sie hat die 6 vergessen. Sie muss nochmals von vorne beginnen. Das ist der Vorteil für Linus. Er ist jetzt auf der 5 und nun auf der 8. Er geht jetzt wieder rein. Yara ist auf der 6 und muss noch 7 und 8 machen. So, Lena und Leona warten schon. Hier, Leona, die Puppe. Danke, und jetzt schnell los. Lena und Leona sind schon gestartet. Hier, die Puppe. Danke, Yara. Jetzt gibt es ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Schneller, schneller, hopp, hopp. Lena, Saskia. Oh nein, ich verheddere mich. Ja, das ist mein Vorteil. Ich bin schon gleich bei der Kiste. Ah, ich auch. Schnell. So, Nils hat gleich die Puppe drin. Was ist das denn? Ihm fällt ja die Kiste runter. Jetzt, Leona legt die Puppe rein und hat gewonnen. Juhu. Ja, wir haben gewonnen. Toll, kommt mit, unten wartet der Preis. Diese Torte ist für die Gewinner. Und dieser Kuchen hier für die Verlierer. Ich hoffe, dir hat unser Video gefallen. Wenn ja, gib einen Daumen hoch, würde uns sehr freuen. Und lass ein Abo da, damit du nichts mehr verpasst. Und jetzt zeigen wir dir die Bilder von Drehen. So sieht das aus neben dem Haus, wenn wir filmen. Oder nebendran im Regal, Chaot. Und auf dem Boden liegen überall Kisten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.